westlich vom Hübichenstein liegt der Westwald. Hier haben wir den Haupteingang in den Westwald und rechts von uns geht es auch in einen südlich gelegenen Teil des Westwaldes. Das ganze Gebiet war früher das Arboretum und dieser Weltwald zeichnet sich besonders dadurch aus, dass eben viele Baumformationen aus aller Welt hier zu finden sind und auch erläutert sind. Etwas westlich von diesem Haupteingang liegt der Campingplatz Hübichalm, die Hübichalm, ein wunderbar gelegener Campingplatz, von dem man eine herrliche Aussicht hat bis hinunter ins Weserbergland. Es ist, wenn man so will, der Ersatz für das Iberger Kaffeehaus mit seiner herrlichen Aussicht, der damals als der Balkon des Oberharzes bezeichnet wurde. Schade, dass dieses Denkmal, Naturdenkmal nicht erhalten geblieben ist, sondern in Flammen aufgegangen ist. Leider hat sich auch noch niemand gefunden, der dieses Restaurant oder Hotel erneuert und renoviert, um diesen traditionellen Ausflugsort für Bad Grund zu erhalten. Aber auch hier auf der Hübichalm ist ein wunderbares Café, was zu empfehlen ist. Und zusammen mit der herrlichen Aussicht ins Weserbergland hinunter lohnt sich zu jeder Jahreszeit ein Besuch an dieser idyllischen Stelle. Früher sah man hier den Winterberg. Die Spitze dieses Kalkberges ist abgetragen, aber man gewinnt immer noch Kalk zur Verhüttung von Stahl. Rechts davon, aber hier nicht zu sehen, ist der Iberg mit seinem Iberger Albertturm, ein weiteres lohnendes Ausflugsziel hier in der herrlichen Landschaft rund um Bad Grund. Links von mir ist nun das Café Hübichalm und hier hat man diesen wunderbaren Blick von dem Café hinüber in den Norden, in etwa Richtung Seesen. Hinter dem Höhenzug, der sich links von dem kugelrunden Baum erstreckt, liegt dann das Harzhorn. Und zwischen diesen Bergen und dem Harzhorn geht die A7 Autobahn, eine Bundesstraße, und auf dem Harzhorn war ja diese bekannte Schlacht der Römer gegen die Germanen, von der wir gestern berichtet haben. Von hier aus versperren uns keine Baumwipfel die Weitsicht hinunter in das Tal und wir sehen jetzt hinüber nach Gitelde. Das sind diese Züge, die wir jetzt links erkennen. Das ist der Liebchenberg, ein Höhenzug von Gitelde. Und daran schließt sich dann der Berg der Stauffenburg an, auf dem auch eine Ruine noch heute zu besichtigen ist. Ein ebenfalls lohnendes und interessantes, kulturhistorisch interessantes Objekt, das man gern besuchen kann. Im Zentrum dieses idyllisch gelegenen Campingplatzes liegt das Mausoleum des verdienten Arztes von Bad Grund, dem es zu verdanken ist, dass Bad Grund den stolzen Titel Bad tragen darf. Allerdings außer einem Gedenk
einer Gedenktafel an seinem Apothekenhaus in Bad Grund ist hier nichts von den Verdiensten dieses Mannes zu lesen und zu sehen. Schade, dass diese ehrwürdige Stätte nicht mehr gefördert wird. Es wird sehr viel für Denkmalschutz in der Bundesrepublik Deutschland getan, aber hier sind scheinbar die Augen der Behörde noch nicht gewesen, sodass man hier noch keine Gelder für eine Restaurierung des Mausoleums zur Verfügung gestellt hat. Aus anderer Perspektive wird der bedauernswerte Zustand des Mausoleums noch deutlich. Eigentlich ist es ein Kontrastpunkt, wenn man den herrlichen Platz, den Campingplatz, die Alm, die wunderbare Aussicht mit diesem Kulturdenkmal einer Bad Grundner Persönlichkeit vergleicht. Das Mausoleum und der Campingplatz an der Hübigalm liegen hinter mir. Und nun hat man diesen Ausblick in Richtung Südwest, in Richtung Linksmeer nach Osterode am Harz. Und direkt vor uns hier in das Tal geht es hinunter nach Eisdorf, Fürste, Nienstedt, Dorste, also in Richtung Südwest von Bad Grund gelegen. Hier ein kleiner Einblick in den Harzwald unweit des Kelchtales. Ich bin jetzt hier auf dem Horizontalweg in Richtung Wasserdrehtstelle. Nun bin ich an der Kneippschen Wasserdrehtstelle angekommen. Hier kann man also Kneippanwendungen machen. Und da hinten ist Grundinchen, das Symbol von Bad Grund. Und es lädt zum Wassertreten bei Regen und Sonnenschein ein. Vielversprechend ist auch dieses Wäldchen hier. Man nennt es Liebeswäldchen. Und hier rings um Bad Grund kann man auf relativ ebenen Horizontalwegen Bad Grund und seine herrliche Umgebung erschließen. Dieses Dorf bzw. die Gemeinde, Stadt mit vielen Tälern, in vielen Tälern eingebettet, gehört mit zu den schönsten Kurorten und Bädern des Harzes. Und wer diese Naturschönheit noch nicht erleben durfte, ist herzlich eingeladen, hierher zu kommen und diese schöne Naturlandschaft zu genießen. Es ist ein sehr schöner, aber beschwerlicher Weg vom Horizontalweg hoch zum Blockhaus, auf dem Blockhausweg entlang. Aber die Wanderung hat sich gelohnt. Hier haben wir diesen schönen Platz, das schöne Blockhaus. Und hier haben wir wohl auch den höchsten Punkt dieses Berges erreicht. Und hier fotografiere ich rüber zum Campingplatz. Zwischen den beiden Tannen hindurch kann man auch noch
das Wahrzeichen von Bad Grund, den hübigen Steinsee mit dem Adler. Wir sind also hier an dem Blockhaus höher als die Spitze des hübigen Stein ist und auch höher als der Adler, der hinüberschaut zu dem Winterberg. Und im Hintergrund zwischen den Bäumen durchschimmern können wir auch noch das Tagebergwerk, Kalkbergwerk, Winterberg erkennen. Vom Kanadaweg aus dem Arboretum von einer Sitzgruppe hinunter in die Siedlung fotografiert, in die Iberg-Siedlung, die 1938 angelegt wurde für die Tiroler, die aus Tirol hier nach Bad Grund kamen und im Winterberg gearbeitet haben. Die Siedlung steht jetzt unter Denkmalschutz. Wunderschöne Aussicht. Im Hintergrund die Harzberge hinüber nach St. Andreasberg. Was gibt es für eine bessere Referenz als Johann Wolfgang von Goethe aufzuzählen, der am 12. August 1784 in Bad Grund den Hübischstein, den Iberg, den Magdeburger Stollen und den tiefen Georgstollen besichtigte. Also kommen Sie und sehen Sie das, was auch Johann Wolfgang von Goethe zum Schwärmen veranlasst hat, nämlich Bad Grund. Mit dem Blick auf den hübigen Stein und dem darauf thronenden Adler verabschieden wir uns von diesem kleinen Rundgang um den hübigen Stein und die Hübigalm mit teilweise Besichtigung des Weltwaldes und haben einen schönen Eindruck dieser wunderbaren Naturlandschaft gewonnen und könnten uns vorstellen, dass Interessenten diese Gegend um den hübigen Stein und um Bad Grund in der nächsten Zeit ebenfalls einmal besuchen. Deshalb auf Wiedersehen und auf Wiederhören und mit dem alten Harzspruch: Es grüne die Tanne, es wachse das Erz, Gott schenke uns allen ein fröhliches Herz. Verabschieden wir uns nun von Bad Grund und Umgebung.